Ich will mir hier oben noch die Raketenmunition holen, deswegen bin ich hier. Da liegt er. So. Gut. Hier übrigens auch, wie man sieht, laufend füllt sich die Atemanzeige nicht so schnell, wie wenn man kniet. Auch das hier gut umgesetzt, realistisch umgesetzt. Aber jetzt fahren wir erstmal Jeep. Muss man hier da lang. Ja. Mal eben die Trigene überfahren. So, da drüben ist jetzt noch ein kleiner Außenposten. Nehme ich gerne. Was? Oh, das ist alles Bagage hier. Habt ihr eine Rakete? Jawohl. So, wäre das Thema schon. Jawohl! Da hat uns ein Scharfschütze erledigt. Man merkt also sofort meine überaus professionelle Herangehensweise. Komm schon. Halt still, Jason! Ach, Jason. Soweit ist es also schon gekommen. Da links ist, glaube ich, auch noch irgendwo ein Söldner. Wo? Upsala. Ach, Scheißdreck. Ach, was dann? Ja, so wird das ja nix. Also, andere Taktik. Erst Boot kaputt. Wieso hat der verfickte Trigen überlebt? Beide auch noch. Oh, arbeiten. So. Eins. Zwei. Drei. Linke Seite. Eins. Ich glaube, das hier waren zwei auf der Seite. Schnapp dich links ausbrechen! Nix links ausbrechen, sitzen bleiben. Vorwärts auf der linken Seite. Hä? Wo ist der denn? Ne, da kümmern wir uns gleich erst drum. Jetzt will ich mir erst die Scharfschützenmunition da hinten holen. Gut. Da stelle ich mir doch direkt wieder die Frage, warum nicht gleich so? Irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Zeit gerade wieder aus dem Erzählen rauszukommen. Ich glaube nämlich, dass ich eben wieder ein Thema hatte. Hey! Was? Ja, Scheiße. Hier lebt irgendwo noch einer. Da hinten. Der ist jetzt hinter dem Felshaufen da, na gut.
Stirb, stirb, stirb! Jawohl. Was auch immer der vorhatte. Da ist er. So, 5 Schuss, ich danke dir ganz herzlich. Damit geht's wieder rüber auf die andere Seite. Das Auto lassen wir jetzt da hinten stehen, weil da vorne sehen Baumstamm. Wobei wir den mit genügend Geschwindigkeit darüber fahren könnten. Naja, gut, schauen wir mal. Ja, ich will auch nicht wirklich auf den Raketenwerfer verzichten. Vor uns. Was? Ja, mein Gott, Jack, komm. Alter, nein. Sind die Trigene jetzt tot oder was? Nein. Das sind Mistviecher. So, wir fallen jetzt einfach mal ein paar Raketen ab hier in diverse Richtungen. Oh Gott! Ich spare mir dazu jetzt jeglichen weiteren Kommentar. Gut, den hatten wir erwischt. Immer noch? Jetzt. Okay. Ich will halt jetzt auch nicht so oft drauf gehen. Erstens, weil das Zeit ohne Ende kosten würde. Und... Och, scheiße! Ah, die Macht der Gewohnheit. Nee, wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht zu oft drauf gehen, weil das Problem ist einerseits die Zeit, die wir dadurch verlieren. Und andererseits... Was ist denn jetzt los? Andererseits... Der Schwierigkeitsgrad. Weil sich die automatische KI-Stärke, die wir ja am Anfang eingestellt hatten, selbstverständlich auch nach unten korrigiert. Wenn ich jetzt hier ständig verrecke, spielen wir auf einmal auf Anfänger. Das ist natürlich auch nix. So. Da hinten kommt ein Jeep. Warte mal kurz, Leute. Ich will mal ganz kurz kontrollieren, wo ich die Granaten durchschalte. Machen wir erstmal hier die hier. Nach links! Nach rechts! Links vorrücken! Keine Bewegung!
Von wo dann? Stehen bleiben. Du gehörst mir. Rückzug. So, ich will jetzt mal ganz schnell gucken, wo ich die Granaten durchhalten kann. Sekunde bitte. Auf H, gut. Ja, ich wollte schon sagen, ich bin noch getroffen. Das Problem ist, das ist auch so eine Taste, die ich in jedem Spiel woanders habe. Je nach Lust und Laune sozusagen. Weil das genauso wie das rechts und... Genauso wie das rechts und links rauslehnen, also das hier, ist das Granatendurchhalten eine der Tasten, die ich am wenigsten verbrauche, vor allen Dingen benutze, weil ich spiele primär mit Explosionsgranaten. Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, wir hatten hier einen Speicherpunkt aktiviert. Sonst hätte ich jetzt hier die Aufnahme kurz unterbrochen. Ja, wir haben auch alle bis auf den Scharfschützen. Also, ich spiele primär mit Explosionsgranaten, Blendgranaten und so weiter. Benutze ich extrem selten. Weil... Alter, das muss ein Nest sein. Gerade bei KI mache ich häufig die Erfahrung, dass bei denen Blendgranaten, Rauchgranaten und so weiter... Was von hinten? Nein! Was ist denn jetzt hier gerade los, ey? Solche Probleme hatte ich hier ja noch nie. Jetzt müssen wir hier mal Minen auslegen können oder so. Da haben wir die. Hoffentlich. Ein Einzelschuss gehen. Ich will jetzt nämlich auch nicht zu viel Scharfschützenmunition verwenden. Der Scharfschütze bringt ihn jetzt garantiert auch um. Gott sei Dank, wir haben... Haben es dann mal! Und hier kommt hier gleich wieder einer von hinten.